So, hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Wie ihr seht, ich lebe noch. Hallo, hier, ne? Ich habe ja, wo fange ich ihn an? Ich hatte, was hatte ich denn alles? War längere Zeit einfach nicht greifbar. Nicht, weil ich im Knast war oder so, sondern ich habe mich einfach um meinen gesundheitlichen Zustand gekümmert. Formulieren wir es mal so. Dann war ich viel unterwegs und habe halt Sachen erledigen müssen. Die waren halt auch nötig. Ja, jetzt mache ich halt mal wieder ein Vlog für euch. Einfach mal, weil hab wieder Bock. Ich habe mir auch was überlegt, aber da kommen wir gleich noch dazu. Wie gesagt, ich war auch ein Dreivierteljahr nicht am Stream. Knapp. Halb bis dreiviertel Jahr so rum. Einfach weil ich Besseres zu tun hatte. Ja, seitdem der LS19 draußen ist, stream ich auch wieder in regelmäßigen Abständen. Also mal täglich, mal nicht. Kommt immer ganz drauf an, wie ich Bock und Laune habe. Wenn ich scheiß Laune habe, stimme ich halt auch nicht. Ja, was ist denn sonst noch so passiert? Ich bin immer noch bei Backfisch. Das ist, ja, ne? Wer hätte es erwartet? Ich bin immer noch Backfisch. Ja, ich habe da, glaube ich, eine recht gute Community gefunden. Ich bin derzeit immer noch arbeitsunfähig. Nur so. Für die Leute, die das interessiert. Die Leute, die jetzt unter das Video raushauen von wegen, du faule Sau. Ganz ehrlich, interessiert. Ne? Guckt 3 Meter vor euch, habt da wahrscheinlich genug Arbeit. Weil ich habe letztens wieder einfach so YouTube-Kommentare von mir gelesen und ich dachte mir einfach nur so, Alter. Ist das euer fucking Ernst? Ist das euer? Warum? Warum? Naja, egal. Ich habe immer noch dieselbe Wohnung. Ich habe, naja, Nachbarn habe ich jetzt ganz tolle. Da muss ich dann gucken, wie es ausschaut. An der Lautstärke. Heute ist es ruhig, dann habe ich mir gedacht, komm, machst du mal. Ich habe mir jetzt seit, keine Ahnung, seit 14 Tagen bin ich am Hin und Her überlegen, machst du wieder, machst du nicht, machst du wieder, machst du nicht. Ja. Jetzt, da ihr das Video seht, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ja, ich mache wieder. Ich weiß aber nicht, ob das Multiplayer oder Singleplayer wird. Ich werde wahrscheinlich die meisten Spiele erstmal im Singleplayer anfangen. Kann sein, dass es reine YouTube-Aufnahmen gibt oder Twitch-Aufnahmen gibt. Beziehungsweise die werden dann wahrscheinlich simultan auf beiden Plattformen hochgeladen. Dann kann es sein, dass wir von unserem Community-Server, vom LS zum Beispiel, Livestreams machen, dass die dann in gecutteter Version vielleicht auch auf YouTube kommen. Weiß ich noch nicht. Das muss ich mir halt noch überlegen. Ja. Wie gesagt, das weiß ich selber noch nicht. Jetzt ist wieder Balaba. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben oder so. Ich sehe immer noch aus wie immer. Bauch. Bauch ist da. Ich bin halt auch am Überlegen, ob ich euch vielleicht mal erzählen soll. Wenn ich darüber gucke, gucke ich meistens aus dem Fenster. Ich habe meinen Schreibtisch direkt vor einem Fenster stehen. Will auf jeden Fall ein Projekt noch machen, wo nur YouTube ist. Da weiß ich aber noch nicht, welche Karte.
Bin am Überlegen, ich habe mir da ein paar Maps an aufgeschrieben. Ich habe mal so ein paar Streams rumgefragt, so welche Maps können, findet ihr denn toll? Und hin und her. Weil Multiplayer auf dem Stream spielen wir, also im Stream spielen wir auf der Schwarzingen-Map. Die Karte aus dem MacManius-Team, wo sie das Roleplay-Projekt machen. Ich bin nicht so der Roleplay-Freund. Aber ich finde die Karte ganz nice, hat viele Möglichkeiten, hat zwei Biogasanlagen zum Beispiel, hat schön zusammenlegbare Felder. Die Felder sind am Anfang klein. Ist vom Realismusgrad jetzt nicht gerade schlecht. Ja? Sieht sehr detailliert auch aus. Es ist aber nur eine umgebaute Standardkarte. Also nur, ja, nur eine umgebaute Standardkarte. Die haben die Karte komplett einmal neu gemacht. Wie gesagt, es sieht auch nicht mehr aus wie eine Standardkarte. Ja, weil man kennt das ja, die Wege von der Standardkarte. Und hält Aufschlüsselung von der Standardkarte. Das ist definitiv nicht mehr so. Dann ist. Ja. Auf jeden Fall, da gibt es sechs Höfe. Es gibt zwei Biogasanlagen. Ein Sägewerk gibt's. Ist allerdings nicht Anderson DLC-fähig. Da muss ich mal noch gucken, wie das funktioniert. Das Anderson DLC. Was haben wir noch? Haben wir noch? Genau. Ich bin, wie gesagt, am Überlegen, welche Map ich dann für YouTube, das reine YouTube-Projekt nehme. Ob ich da die Holzer-Map oder die Old-Streams oder ich glaube die Hopfach oder so. Muss ich mal schauen. Das weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Ja. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was hab ich angesprochen, was habe ich noch nicht angesprochen. Ich werde wahrscheinlich auch auf dem YouTube-Kanal jetzt mal ETS oder Bausimulator spielen. Vielleicht auch Notruf, das weiß ich noch nicht. Wenn ich da Bock drauf habe, kann auch mal Notruf kommen. Oder Emergency 4, das spiele ich auch ganz gerne. Da haben meistens derzeit die Biberfelde, oder was heißt derzeit? Da meistens die Biberfelde. Biberfelde. Hey! Uff, ja. Ja. Heute Abend wird gestreamt. Da wird wahrscheinlich Mais gemacht. Apropos Mais machen, da muss ich noch Facebook-Gruppen, in Facebook, was in Facebook-Gruppen reinschreiben. Wird aber auch auf meiner Seite gepostet. Und halt auch einen Link zu meiner Seite. Beziehungsweise ich bette da den Beitrag ein oder so. Muss ich mal noch gucken. Dann habe ich mich mal noch mal mit dem Thema Cattle and Crops auseinandergesetzt. Ja. Also es gibt einige, die feiern das wie Sau. Auch bei YouTube zum Beispiel. Aber was ich bisher so gesehen habe, ich weiß es nicht. Ich spiele ja wahnsinnig leidenschaftlich den. Was ich halt bei Cattle and Crops richtig schön finde, ist das mit dem Boden und mittlerweile soll ja auch der Helfer funktionieren. Und dass man, was ich sehr schön finde, man kriegt Geräte nicht durch Kaufen, sondern durch Mission. Was ich bei Cattle and Crops aber auch noch ein Manko sehe, ihr kennt mich, oder die meisten kennen mich. Ihr wisst, ich mag so mittleres bis großes Gerät. Also mittleres, ne? So, mittleres bis großes Gerät. Genau. So,
Wie gesagt, es muss jetzt kein 13-Meter-Schneidwerk sein oder so, aber so ein Fendt-Ideal mit 12-Meter-Schneidwerk ist schon. Genau. Man will ja auch mal die großen John Deere fahren, ne? Weil kleine John Deere gibt es ja nicht. Ja doch, ich glaube einen mit 160 PS oder so. Aber der klingt wie ein Rasenmäher. Tut mir leid. Der klingt wie ein PKW Motor. Ja, so ein kleiner Dreizylinder oder so, keine Ahnung. Aber ist ja egal. Was gibt's noch? Gibt's noch? Genau. Ich guck auch zwischendurch mal bei Streams rein und so. Da sieht man mich dann auch mal rumfliegen oder so. Aber wie gesagt, ich bin derzeit hart am Überlegen, wieder aktiv YouTube zu betreiben. Weil vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten meinte man Zuschauer von mir, ja, was ist denn eigentlich mit deinem YouTube-Kanal? Betreibst du den noch? Da habe ich gesagt, derzeit nicht. Da war ich halt auch wirklich am Überlegen, den stillzulegen und zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Ich streame jetzt nur noch, aber mir macht beides Spaß. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Beim Videos machen, jetzt zum Beispiel, habe ich ein Thema, was ich durchgehe, wo ich euch mitteilen möchte. Bei Streams, das ist ein bisschen weniger reden. Ja? Aber da geht man dann meistens auf die Kommentare ein oder hin und her. Deswegen ist man als eigentlich auch, sag mal, aktiven Chat angewiesen. Oder man macht halt Multiplayer-Sessions, so wie wir. Da wir halt ein relativ kleines Team sind, sind die Diskussionen meistens sehr interessant. Gestern war da so ein Beispiel. Wir haben auch gestern, beziehungsweise gestern wurden ein paar Memes von mir erstellt, sagen wir es mal so. Ich kann dann angeblich Vorlagen zu lesen. Genau. Ich habe auch bei Twitch den Affiliate-Status bekommen, also den Affiliate-Partnership. Also das habe ich jetzt seit einem Jahr oder so. Ich habe es nur noch nie in einem Video erwähnt, weil. Jo, so, ist noch irgendwas. Alter, momentan kann sich das Wetter auch mal wieder nicht entscheiden, hey. Momentan stürmt's und regnet und voll war Sonne. Jetzt fehlt nur noch Schnee. Oder dass hier Bäume am Fenster vorbeifliegen. Ah, hatten wir auch schon. Das hier so. Oder dass ich meinem Nachbar seine Stühle selbstständig gemacht haben. Ich habe gerade das Wort gesucht. Ja. Ja, wir haben jetzt so ein. Wie nennt man das jetzt nochmal? Da gibt es einen bestimmten Namen für. Laubengang nennt sich das Ding. Und da haben halt auch manche Tische und Stühle stehen. Ist zwar eigentlich freizuhalten, weil Fluchtweg, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Und, ne? So, in diesem Sinne, tschö mit Öl, ciao mit Au und tschüss mit Ös. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder bei einem von meinen Streams. Bei einem von meinen nächsten Streams. So. Ich und meine Faspa, das ist furchtbar. So, mal gut. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Über Teilen würde ich mich natürlich auch freuen. Tschüss mit Ö, ciao mit Au und tschüss mit Ös. Jetzt in diesem Sinne, ciao.